Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online Morrowind. In der letzten Folge habe ich ja kläglich in meinem ersten Dungeon mit meinem Hüter versagt. Ich wollte ja eigentlich nur zu dieser Idolos, ne, wegen den Besitzurkundens und Dingens Unterlagen da für die Bude da in dem Gasthaus. Aber naja, ich konnte es nicht lassen. Bin überhaupt noch nicht geübt im Hüter. Aber irgendwie habe ich es ja geschafft. Oder auch nicht. Ich bin ja am Schluss nochmal verreckt. Habe mich dann rausgebeamt. Und jetzt bin ich wieder zurück in Vivec. Und wir reden jetzt mit Kantion. Ich habe vergessen, wo der steht. Und ich habe ja im Moment mein Stäbchen ausgerüstet. Ich weiß noch nicht, ob ich das beibehalten werde. Ich kann mich bei ihm nicht entscheiden. Mal schauen mit den anderen Fertigkeiten vielleicht, dass ich da irgendwie noch bessere Sachen kriege. Ach, steht hier draußen rum. Warum schießt da draußen rum? Hallo! Hattet ihr Glück dabei, Bulak Idolus aufzuspüren? Ja, mehr oder weniger. Hier, eure Schlüssel und die Besitzurkunde. Bitteschön. Gut, aber ihr solltet die behalten. Ich glaube, es wäre äußerst passend, wenn ihr das Zimmer übernehmt. Na, wenn du meinst. Betrachtet es als Entschädigung für eure Mühen. Na gut. Also das Zimmer gehört wirklich jetzt mir? Beinahe. Bevor ich es euch überschreibe, möchte ich sicher gehen, dass ihr es auch entsprechend einrichtet. Natürlich möchte ich damit nicht sagen, dass ihr dort einen Skoma-Handel eröffnen sollt. Ich nehme mal jetzt Lügen. Ich finde das irgendwie interessant. Also das würde mir im Traum nicht einfallen. Hervorragend. Ich markiere euch die Adresse auf eurer Karte. Trefft mich dort, sobald ihr ein paar Möbel beschafft habt. Dann machen wir die Sache offiziell. Super, jetzt muss ich auch noch Möbel besorgen. Achso, ich wollte mir eigentlich dieses eine Bett mal machen. Okay, ich werde die besorgen, die Möbel, und dann treffen wir uns da. Trefft mich beim Zimmer, sobald ihr ein paar Möbel besorgt habt. Okay, und woher bekomme ich eigentlich Möbel? Manche Händler verkaufen Möbel. Versucht es dort, wenn ihr etwas aus der Grundausstattung braucht. Vielleicht kriegt ihr bei den Gildenhändlern auch bessere Preise, was Qualitätsmöbel anbelangt. Falls ihr die Zeit und das Geschick habt, könnt ihr sicher auch selbst welche fertigen. Ja, schauen wir mal. Ich muss mal gucken, wo und wie. Das habe ich nämlich immer noch nicht so ganz raus. Denn ich habe ja hier... Verbrauchsgüter. Die Vorlage. Benötigt Rang 4 in Schneiderhandwerk. Das habe ich natürlich noch lange nicht. Und Schreiner. Okay. Da muss ich ja wohl ein bisschen üben. Beim Schneidern und beim Schreinern. Das kann natürlich meine andere Dame. Die kann sowas. Hätte ich sie das mal machen lassen sollen. Okay. Also, Hausausstatter, der ist... Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh, nicht wirklich viel. Ich glaube, ich sollte ein paar Sachen verkaufen. Wo sind denn die ganzen Händler hier? Ich gehe jetzt mal hierher zum Schneider. Hallo? Guten Tag? Es heißt immer Leute... Ja, bla bla. Entschuldigung. Schau mal, wenn ich jetzt das ganze Geld ausgebe... wir verkaufen... Nee, den will ich zerlegen. Ahornschild. Ahornschild. Angenagter Knochen. Ehrlich? Wer bist du, narrisch? Verkaufen wir. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Verkaufen wir gar nicht, sehe ich gerade. Ich bin ja auch blöd. Das ist, weil mein Glas im Weg steht. Das ist ja null. Mein Gott, das hätte ich zerlegen sollen. Das hat einen Wert. Das hat einen Wert. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Boah, ich habe ja total viele wertvolle Sachen. Hallo? Schärpe der Kriegsjungfer. Die hört sich toll an, aber... Naja. Das ist nicht gerade viel, was ich so habe. Nicht wirklich. Was ist denn mit meinem Handwerksbeutel? Naja, egal. Jetzt gehen wir mal hier zum Schneidertisch hin. Wieso habe ich bitte Eisenkraut?
Verwerten. Die Jutejacke. Nichts Brauchbares, du bist so gemein. Achso, warte mal, die Lederarmchen 898. Aber die ist ein Verzaubert um Stufe 1, aber die will ich dann doch lieber nicht. Die. Natürlich auch nix. War ja klar. Herstellen. Oh mein Gott. Ich hab doch schon Schneiderei. Warte mal, Vorlagen. Vorhandenes Wissen, vorhandenes Können. Vorhandene Zutaten. Das ist auch nichts. Das habe ich mir noch nicht gecheckt. Das müsste ja eigentlich beim Holz sein. Na egal. Was mache ich mir denn Schönes? Was brauche ich denn am dringendsten? Die Jute-Schulterpolster. So ein Teil leichte Rüstung nehme ich immer. Jetzt. Ups. Ich bin auch so doof. Ich muss mich doch erstmal hier... Warum sagt mir das keiner? Ich habe noch gar nicht mein Pünktchen verteilt. Jetzt muss ich allerdings gucken. Boah, Entschuldigung, ich bin gerade tierisch heiser. Das braucht Magika. Das braucht alles Magika, ne? Nur das ist mit Ausdauer. Das habe ich aber jetzt auch nur... das habe ich vergessen rauszutun, als ich einen Stab. Oh mein Gott, wie blöd. Räusper, Räusper, Röchel, Röchel. Ich könnte natürlich... Oh, welchen habe ich denn da immer? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich glaube, den Kraftschlag. Den setze ich mal dahin. Dann gehen wir natürlich wieder... dahin. Und dann nehme ich natürlich mal den Pilzwuchs. Und da tun wir jetzt mal die Seelenfalle weg. Okay. Gut. Also dann werde ich hier natürlich auch auf Magika... Also einen auf Ausdauer und noch einen auf Magika. Gut. Dann haben wir das jetzt gemacht. Dann können wir noch schnell hier... was basteln. Was wollte ich? Ich wollte mir ein Schulterpolster. Schulterpolster. Sind doch woanders. Gehst du in die falsche Richtung. Okay. Da habe ich natürlich noch nichts. Warum eigentlich? Dann stellen wir das mal her. Okay. Dann mittlere. Was brauchen wir denn? Ja, ein Rohlederhelm bräuchte man schon. Ja, egal. Habe ich irgendwelche Verzauberungen? Ich glaube nicht, oder? Nee, da habe ich gerade nichts da. Dann... was ist denn da den? Achso, ich wundere mich gerade, warum sich da nichts verändert. Ich habe die Verkleidung an. Ihr habt doch mein Kostümchen an, ich Nase. Aus... oh ja, die Maske des fröhlichen Abschlachtens. Das ist auch so cool. Mal kurz wegstecken, wie sehe ich eigentlich aus? Ein bisschen zerfleddert schaue ich aus. Ich glaube, das Hüterding lass mal an. Ganz ehrlich, bis wir eine schicke Rüstung haben. Okay, dann muss ich tatsächlich jetzt sagen, ich habe doch kein Geld zum Einkaufen. Wo ist die Holz? Oder hatte ich da nicht was drinnen? Auf der Bank hatte ich nichts, oder? Ihr seht ein wenig verloren aus. Nee, Einrichtung habe ich da nicht. Jobojec. Was ist keine Materialien? Achso. Verbrauchsgüter.
Was habe ich da so niedrige Sachen drinnen, dein Schmarrn? Nochmal durchgucken alles? Nee, passt. Aber Moment, Geld. Ich könnte jetzt ja ein Riesenspektakel. Ja, ja. Oh, da habe ich ja auch wahnsinnig viel Geld drauf auf der Bank. Wieso habe ich da so wenig Geld drauf? Kakalawaka. Mal ganz ehrlich. Wo ist, da. Schreinerbank. Unbearbeitete Birke veredeln wir natürlich. So. Dann gibt es da irgendwas zum Analysieren. Den Bogen. Soll ich den loswerden? Blaupausen habe ich natürlich keine. Mich irgendwas zum Verwerten. Den Blitzstab. Jawohl. Birkenstab, das kann ich den auch verwerten? Oder wenn ich da so niedrig stufe? Ich lasse es mal lieber, ne? Dann mache ich mir... Ich mag ja so gern Flammenstäbe. Weil er hat jetzt was hat er jetzt? Ein Froststab. Ja. Dann haben wir ja Geschenk gekriegt. Das ist ja wieder was anderes. Da habe ich ein Schild. Hm, was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Oder ein Bogen. Ich bastel mal einfach einen Bogen. Warum auch immer. So, das war's dann auch schon. Hey, 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 das war ja jetzt nicht so ergiebig. Aber Hauptsache, wir haben es mal gemacht. No? Ups. Und dann schauen wir mal, ob man noch irgendwas beim Hausausstatter kaufen können, wenn ich mich jetzt nicht total verlaufe da. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden bei mir. Räusper, räusper, hüstel, hüstel. Siehst du? Geht schon los. Hä? Ist doch da. Über mir, oder was? Ja. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich mag euch nicht. Nein, andere Seite. Ja, Sass, ich verlaufe mich hier immer. Nein, es ist oben. Hier. Es ist aber auch. Bis ich da in das Gasthaus finde, ganz ehrlich. Da geht's nicht rein. Was oh. Wollt ihr? Gar nichts. Ich habe mich verlaufen. Entschuldigung. Ups. Da wollte ich hin. Kann auch mal passieren, Mensch. Was schützt kein Glas? Stürzt kein Glas. Mein Gott. Ein Agonia. Ja, soll ich vielleicht auch mal machen. Ist irgendwie cool. Braucht ihr etwas Besonderes für euer Heim? Mhm. Diese kann euch das gewiss bieten. Also Besonderes jetzt nicht. Ich habe nämlich eigentlich kein Geld. Oh, aber die hat tolle Sachen da. Ich brauche eigentlich nur einen Stuhl. 100. Nee, ich habe doch kein Geld. Oh mein Gott. Das ist irgendwie frustrierend. Ich habe überhaupt kein Geld dafür. Okay, wir kaufen den groben. Okay. Das reicht schon. Ein Möbelteil. Und wo muss ich jetzt hin? Hier. Okay. Und hier. Das ist sehr verwirrend.
Okay, hier ist die Rezeption. Hallo? Kommt rein und ruht eure müden Knochen aus. Und willkommen im freundlichsten Gasthaus in ganz Wadenfell. Ja, danke schön. Könnt ihr euer letztes Goldstück verwetten. Ja, du bist eine Bretonin, oder? Bist du irgendwie auf Skooma? Habt ihr was anzubieten, Gastwirt? Ich habe zwar überhaupt kein Geld, aber ist ja egal. Da bist du. Hallo. Guten Tag. Dann habt ihr also ein paar Möbel? Naja, mehr oder weniger. Sollen wir die Übergabe nun abschließen? Befreit von der Sorge um Skooma-Handel? Ja, natürlich. Ich habe, worum ihr gebeten habt. Ich bin bereit, mein neues Zuhause in Besitz zu nehmen. Juhu! Dann lasst mich euch zu eurem neuen Eigenheim gratulieren. Manche mögen es für bescheiden halten, doch ich sage lieber, dass es gemütlich ist. Das war dann alles. Wirklich? Ja, es gehört ganz euch. Benutzung auf eigene Gefahr. Wenn ihr... Okay. Schon gut. Bis. Wie ist das gemeint? Wir gucken mal rein. Das schauen wir uns jetzt noch an. Also viel zu schauen gibt es da normalerweise nicht. In diesen Gasthofzimmern. Das sind 4 Wände und ein Dach. Und es ist trocken normalerweise. Aber der hat jetzt gerade so gelacht. Ich befürchte, irgendwie ist es nicht so toll. Weiß nicht. Gucken wir mal. Nun? Bretonin, meine Zauberin, die hat natürlich einen Dolchsturz hier. Häusele, Berechtigungen. Genau, Hafenhaus. Ich übernehme... Jetzt habe ich hier natürlich von den verschiedenen Leuten das ganze Hafenhaus. Ich übernehme mal das da. Ich weiß nicht, welche Berechtigung ich eingestellt habe. Okay. Also, das ist groß. Also Entschuldigung, das ist, glaube ich, größer als das in Dolchsturz. Also mir gefällt das Zimmer. So, dann müssen wir F5 drücken, dann sind wir im Menü. Dann gehen wir auf die Übersicht mit R. Und wir haben ja wahnsinnig viel. Wir können jetzt auch einer dieser Begleiter mal dahin platzieren einfach, die ich in meiner Sammlung habe. Dann, ja, den Sentierpanther muss ich mir jetzt da nicht unbedingt hinsetzen, oder? Genau, den Nixhund. Den platziere ich jetzt einfach hier irgendwo hin. Ups, nein. Ich habe mich gerade rausgeschmissen, Entschuldigung. Den platzieren wir dann mit E und dann kann man den ausrichten hier so mit den verschiedenen Nimmertasten. Ne? Ich kann den hier so drehen. Und mit 3, da verschwindet er im Boden. Wäre etwas ungünstig. So hängt da ein bisschen schief rum. Kann man wieder richtig ausrichten mit der Maustaste. Wo packe ich den denn? Der hängt jetzt mal hier im Eck rum, aber der darf sich ruhig wieder umdrehen. Komm, dreh dich zu mir, Schatzili. So, du darfst da deine Geräusche machen. Dann platzieren mit der linken Maustaste und da hockt er jetzt. So, dann gehen wir wieder auf die Übersicht. Wir wollten ja eigentlich den Hocker platzieren. War super. Ein Hocker. Hauptsache ich hab einen Hocker. Dann machen wir hier hin. Mit was ist denn das beleuchtet? Mit dem hier. 3 Kerzen. Das ist doch schon mal was. Also, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Dann Wasser. Nein. Okay, das ist alles, was ich so bei mir habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut kommt, wenn ich jetzt hier große Tiere parke. Das kann man auf den Anwesen machen. Dann kann ich natürlich jetzt hierher gehen und mit Kronen mir Zeug kaufen. Kronen habe ich aktuell auf meinem Konto 2005. Ja. Ich habe ja wieder mein ESO Plus Abo. Da kriege ich dann immer regelmäßig ein bisschen Geld drauf. Ein bisschen Kronen drauf. Gut geschrieben dadurch, weil ich ja auch durch das Abo regelmäßig zahle. Echtes Geld jetzt natürlich.
Und ja, ich wollte eigentlich so gerne die Sachen selber bauen, aber irgendwie check ich es noch nicht, was man alles können muss. Das muss ich mir echt noch genau anschauen. Das machen wir dann hoffentlich zusammen. Also diese ganzen Vorlagen, Blaupausen etc. für die Einrichtungen muss ich einfach fleißig finden in der Welt. Und ich würde sagen, das soll es jetzt dann auch gewesen sein. Ich blätter mal hier so ein bisschen durch, damit ihr seht, was es hier so gibt. No. Polster. Also es gibt ganz viel an Ausstattung. Hier viel schönere Hocker. Ich habe ja ein Bett habe ich. Ich weiß nicht mehr, welches war das jetzt. So ein Einzelbett war das doch. So ein spezielles hatte ich doch hier. Sowas, ne? Hat er doch, der Herr. Was sind das für Einstellungen? Hier kann ich einstellen das Soziale. Hier kann ich das als Hauptwohnsitz festlegen. Dann Standardbesucherzugang. Kein Zugang, Besucher, Dekorateur. Also hier kann ich natürlich gucken, wer hier schon besucht hat. Geht natürlich noch nicht, war ja noch keiner da. Dann Gildenbesucher, ob jemand von der Gilde da war, etc. Und hier allgemein eben, wer welche Berechtigung hat, hier in dieses Zimmer zu kommen. Genau. Dann gehe ich hier mal wieder raus. Dann habe ich jetzt hier, wow, einen Hocker stehen und mein komisches Insektenhündchen. No, und das war's dann auch schon. Jetzt kann ich natürlich hier diesen Kronleuchter kann ich umparken. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Stuhl mehr Licht haben möchte oder so. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir gehen hier wieder raus. So, jetzt haben wir wieder die ganz normale Umgebung. Das ist sein neues Heim fürs Erste. Irgendwann wird er natürlich noch in das neue Haus umziehen, aber da müssen wir ein bisschen lernen, wie man mit den Möbeln umgehen, wie man die bauen, wie man die erstehen können. Beim nächsten Mal geht es mit dem Morrowind Hauptquest weiter, denn wir brauchen Geld. Wir müssen Geld verdienen gehen. Dazu müssen wir Aufträge für Vivek erledigen. Rausfinden, was es mit seiner Schwindsucht auf sich hat, etc. pp. Und fleißig üben, mit diesem Hüter umzugehen, damit ich mich nicht total blamiere jedes Mal. Ich bedanke mich fürs Reingucken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.